Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden, dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg bis zum letzten, mit Doppel-S, also bis zum letzten, verschlingt eine verbotene Flunder vollständig und überlebt lange genug, um damit zu protzen. Und ja, es ist ein bisschen rätselhaft, was man da machen muss. Und zwar habe ich aber jetzt schon mal rausgefunden, was das genau alles auf sich hat. Wir brauchen natürlich, wie es drin steht, eine verbotene Flunder. Und diese verbotene Flunder, die können wir futtern. Als allererstes, wo kriegen wir die verbotene Flunder her? Und zwar kriegen wir die von einem Boss aus dem neuen Raid. Das ist, jetzt müssen wir mal gucken, hier diese Hydra. Makmorax schimpft sich die und die kann die quasi droppen. Wie hoch die Dropchance ist, keine Ahnung. Ich war gestern das erste Mal in den Raid, habe die einmal umgehauen und hatte die tatsächlich drin. Scheint schon lucky zu sein. Man kann die aber auch einfach mal Haar kaufen. Aktuell ist so der Marktwert bei mir auf dem Server 9000. Das ist noch relativ am Anfang vom Patch. Ich denke mal, jetzt werden die Leute immer und immer wieder in den Raid reingehen. Das Ding wird wahrscheinlich irgendwann ziemlich günstig sein. Ne? 9k ist jetzt auch nicht so viel. Minimumverkaufspreis 4k. Also ja, wenn ihr die im Raid nicht kriegt, dann könnt ihr die euch dementsprechend auch einfach im Auktionshaus kaufen. Schaut da halt bei euch rein, wie viel die kostet. So, also genau, das ist der Boss hier, ne? Da kann die theoretisch droppen. Ich weiß nicht, im Loot-Table ist die wahrscheinlich nicht drin, ne? Genau. Und was macht das Ding jetzt? Benutzt, nehmt einen mutigen Bissen und verliert im Verlauf von 20 Sekunden 340% eurer maximalen Gesundheit. Ihr müsst beim Essen sitzen bleiben. Wenn ihr beim Essen mindestens 10 Sekunden überlebt, erleidet ihr qualvolle Schmerz, wodurch alle eure Sekundärwerte eine Stunde lang um 22 verringert. So, heißt, wir kriegen 340% von unserem Leben als Schaden. Und ich habe jetzt hier da hinten meinen anderen Char. Das ist leider kein Heiler, sondern der ist halt Tank, aber mit dem werde ich mich jetzt ein bisschen heilen. Und da ich denke, ich bin clever, ziehe ich jetzt einfach mein Gear aus, weil das geht ja von meinem Maximum Life aus. Bedeutet, umso weniger Leben ich habe, umso weniger Schaden dürfte es machen. Und der andere Char müsste mich wahrscheinlich dann besser hochheilen können. Also zumindest so in der Theorie. Wir werden mal sehen, ob das klappt oder ob ich jetzt elendig verrecken werde. Ich habe als Tank noch so ein Proc, das, oder ich glaube, das ist sogar eine normale Geschichte, dass ich so eine Selbstheilung kriege. So, jetzt steht hier meine Elfin. Dann würde ich sagen, ich pre-hotte mich jetzt mal selber, weil ich muss ja weiter essen, ne? Item Level 0. Okay, jetzt essen wir den Fisch. Okay, das buggt schon mal. So viel dazu. Wir müssen dann einmal kurz einen Relog machen. Ach ja, die neue Expansion. I love it. Und dann klappt es hoffentlich. Also, ich habe meinen, ich kann euch, wenn wir jetzt hier einloggen, mein zweiter Account hier stehen. Das ist jetzt hier auch ein Tank Druid. Aber ich habe so ein paar Heal Spells mir hier in die Leiste gezogen. Und den werden wir jetzt einfach mal hochheilen. Ich vermute mal, alleine könnt ihr das nicht machen. Ihr braucht halt immer irgendwen, der euch quasi heilen kann. So, jetzt wird es hoffentlich klappen. Machen wir das mal alles zu hier, das brauchen wir nicht. Und jetzt futtern wir den Fisch. So, ach so, jetzt ist meine Pre-Heilung weg, ne? Gut, egal. Shit, ich muss mich heilen. Ah, seht ihr? Die eine Heilung hält mich nämlich jetzt fast voll, weil ich mein Gear ausgezogen habe. Oh Mist, der Char ist fast OM. Okay, hat gepasst. Ich habe es jetzt komplett durchgefuttert. Und ja, habe das Achievement bekommen. Aber ihr habt schon gesehen, es war schon relativ viel Schaden. Ich glaube, das mit dem Gear ausziehen hat was gebracht, weil die Heilung von meinem Twink-Char, der hat da so 34 bis 40k gemacht und hat mich halt einmal fast komplett, oder die Hälfte zumindest von den 100k Leben, die ich noch hatte, fast hochgezogen. Und ja. Wenn ihr natürlich einen richtigen, vernünftigen Heiler am Start habt, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch so gegenheilen. Ich habe jetzt mal auf Nummer sicher das Ganze gemacht und dementsprechend das Gear ausgezogen. Gut, das Achievement haben wir bekommen. Mehr ist es nicht. Bringt tatsächlich nur 5 Punkte. Und ja, jetzt schauen wir uns das nochmal kurz im AH an, dass ihr es vielleicht dann auch findet. Und zwar, wie heißt das? Verbotene Flunder. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens. Genau, seht ihr, da haben wir es. Ah ja, jetzt kann man auch direkt einen schon für knappe 4k kaufen. Ich denke mal, das wird die Tage noch weiter runtergehen. Gut, damit sind wir am Ende vom Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video-Guide wieder. Euer Tüller, bis dahin. Ciao.